So, also wir sehen an dieser Frage, erstens, Hunde unterbringen ist Verwahrung. Zweitens, Wohnungen ohne Entgelt bekommen ist Leihe, keine Miete, aber dann keine Schutzregelungen. Sachdarlehen zeichnet sich dadurch aus, dass sie grundsätzlich eine andere vergleichbare Sache gleicher Art und Güte und Menge zurückbekommen können. Es muss aber nicht so sein. Sie können auch dieselbe Sache zurückbekommen. Sie können also dasselbe Mehl zurückbekommen, was Sie abgegeben haben, wenn er doch keinen Kuchen gebacken hat. Und letzter Punkt, das Sachdarlehen muss nicht zwingend entgeltlich sein. Sie können auch ein unentgeltliches Sachdarlehen vereinbaren, wie in unserem Nachbarschaftshelferfall. Sie geben dem Nachbarn das Mehl und bekommen dafür anderes Mehl wieder zurück. Da kriegen Sie kein Geld und der zahlt Ihnen auch nichts dafür. Ja, damit haben wir diese vier Fragen erledigt. Ich habe dann noch vier weitere, nicht ganz so schwierige Fragen, nämlich zwei Fragen zur Haftung, eine Frage zum Pachtvertrag und noch eine Frage zum Mietvertrag. Ja, schauen wir mal. Der Entleiher haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Da sagen Sie, das stimmt doch, das steht doch so im Gesetz. Ja, schauen wir mal ins Gesetz rein. Was sagt uns das Gesetz? So ist es. Der Verleiher ist privilegiert. Wenn ich Ihnen ein Buch leihe und Sie schmeißen das in Ihren Swimmingpool oder kippen Ihre Cola darüber, sind Sie nicht haftungsprivilegiert. Sie als Entleiher haften auch für leichteste Fahrlässigkeit. Sie müssen mit den fremden Sachen noch viel vorsichtiger sein als mit Ihren eigenen. Das heißt, der Entleiher ist nicht privilegiert. Nur der Verleiher ist privilegiert. Wenn ich Ihnen also meinen Hund leihe und der hat Flöhe, ist das Pech für Sie. Dann haben Sie hinterher auch Flöhe. Also die erste Aussage ist falsch. Der Entleiher ist nicht privilegiert, in keinster Weise. Der tut nichts Gutes und hat keine Privilegierung verdient. Die zweite Aussage, der unentgeltliche Verwahrer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das klingt doch jetzt mal richtig. Warum steht da, dass das nicht richtig ist? Ja? Ja, nach § 690 BGB haftet der unentgeltliche Verwahrer nur für die Sorgfalt, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Aber Sie haben ja gelernt, 277 BGB, das ist doch im Grunde dasselbe wie grobe Fahrlässigkeit. Wo ist denn der Unterschied zwischen eigenüblicher Sorgfalt und grober Fahrlässigkeit? Ja? Ja, in der Tat. Bei grober Fahrlässigkeit wird jeder so behandelt, als sei er strohblöd. Sie können noch so gründlich und vorsichtig und schlau sein. Wenn Sie nur für grobe Fahrlässigkeit haften, wird so getan, als seien Sie strunzdoof und haften nur für das, was wirklich für jeden offensichtlich ist. Wenn dagegen das Gesetz von eigenüblicher Sorgfalt spricht, bedeutet das, Sie müssen sich nicht besonders viel Mühe geben, aber Sie müssen genauso handeln, wie Sie sonst handeln. Wenn Sie also ein besonders gründlicher Mensch sind, der jedes Hemd genau auf Strich bügelt und gerade zieht und der seine Bücher nicht so behandelt wie ich, sondern wo die Bücher nach einem Jahr noch genauso aussehen wie am ersten Tag,
dann müssen Sie das genauso machen mit den Sachen, die Sie sich ausgeliehen haben. Während umgekehrt, der Verwahrer muss fremde Sachen genauso behandeln wie eigene. Wenn Sie also Ihren Hund zu Ihrem Nachbarn zur Verwahrung geben und der seine Tiere immer wild im Garten kämpfen lässt, dann müssen Sie damit rechnen, dass der auch Ihren Hund mit zu sich in den Garten nimmt und da rumbalgen lässt. Weil Sie können nicht erwarten, dass er mit Ihren Sachen besser umgeht als mit seinen eigenen. Das sagt uns 690. Ja? Also nicht besser als mit den eigenen. Jeder kann fremde Sachen dann genauso behandeln wie eigene. Nächste Aussage. Durch den Pachtvertrag wird der Pächter auch zum Genuss der Früchte der gepachteten Sache berechtigt. Woraus ergibt sich das? Ja? Genau, 581 Absatz 1 Satz 1 BGB. Da sehen Sie, dass das ist mehr ist als das, was der Mieter darf. Wo ist nämlich der Unterschied? Was darf der Mieter nur? Wenn Sie mal in 535 gucken. Wenn Sie die beiden Normen vergleichen. Ja, der Mieter darf die Mietsache nur gebrauchen, der Pächter darf sie gebrauchen und die Früchte genießen. Jetzt fragen Sie sich, was heißt Früchte genießen? Das klingt so wie Altes Testament, Adam und Eva, Früchte des verbotenen Baumes. Früchte sind geregelt in § 99 BGB und man unterscheidet Sachfrüchte und Rechtsfrüchte. Wenn Sie zum Beispiel eine Mine pachten, dürfen Sie das Gold abbauen. Wenn Sie einen Bauernhof pachten, dürfen Sie die Eier nehmen, die Milch nehmen, die Äpfel nehmen, den Weizen nehmen. Das ist Frucht. Und die dürfen Sie dann essen, verkaufen, was auch immer Sie damit wollen. Der Mieter darf das nicht. Der Mieter kann nur die Sache bewohnen oder da ein Geschäft betreiben. Er darf aber nicht an die Sache selber gehen und deren Früchte entziehen. Ein Mietvertrag ist immer entgeltlich. Das ist zwingend. Anders als beim Sachdarlehen gibt es nämlich einen besonderen Vertragstyp für unentgeltliche Gebrauchsüberlassungsverträge, nämlich die Leihe. Merken Sie sich also, beim Mietvertrag müssen Sie immer bezahlen. Nicht notwendig in Geld. Sie können den Vermieter auch mit Äpfeln und Eiern und Milch bezahlen, aber Sie müssen immer irgendein Entgelt erbringen. Wenn es umsonst ist, ist es eine Leihe. Einfach ja. Wenn ich sage, wenn es umsonst ist, leite ich damit auch perfekt über zu unserem nächsten Thema, dem Auftrag. Das klingt so ein bisschen wie so ein Actionfilm aus den 80er Jahren, The Mission oder sowas. Der Auftrag ist was ganz Einfaches. Im Grundsatz haben Sie einen Auftraggeber. Der Auftraggeber sagt zum Beauftragten, könntest du bitte das für mich machen? Und der Beauftragte sagt, ja. Zum Beispiel könnte ich Ihnen sagen, holen Sie mir mal eben eine Cola unten vom Juri-Shop. Und Sie sagen, ja, mache ich. Dann haben wir einen Auftrag abgeschlossen. Und Sie holen mir die Cola. Und was kriegen Sie dafür? Nach 670 kriegen Sie Aufwendungsersatz. Das heißt, wenn Sie unten im Juri-Shop 1,50 Euro für die Cola ausgegeben haben, gebe ich Ihnen 1,50 Euro wieder und alle sind glücklich. Das ist ein Auftrag. Der Auftrag ist ein unentgeltlicher Vertrag, genauso wie die Leihe und wie die Schenkung. Sie bekommen nichts dafür, Sie bekommen maximal das zurück, was Sie weggegeben haben. Der Auftrag ist aber auch keine Gefälligkeit. Sie haben im ersten Semester gelernt, wenn ich jemanden mitnehme mit dem Auto, dann habe ich keinen Rechtsbindungswillen. Sie erinnern sich düster? Das ist einfach nur so, Ehrenschulden sind keine rechtlichen Schulden. Und der Auftrag, der ist rechtlich verbindlich. Wenn Sie sich verpflichtet haben, mir eine Cola zu holen, kann ich Sie notfalls verklagen und den Gerichtsvollzieher beauftragen, Sie dafür zu zwingen, dass Sie mir eine Cola holen. Ja? Das Auftragsrecht ist, wie gesagt, unentgeltlich und damit relativ unspektakulär. So viele Leute, die was umsonst für andere tun wollen und sich dazu verpflichten, gibt es nicht.
Das Auftragsrecht wird aber dadurch interessant, dass wir gleich kennenlernen werden den Geschäftsbesorgungsvertrag nach 675. Und der sagt, wenn Sie sich bereit erklärt haben, ein Geschäft zu besorgen, was mehr ist als irgendeine Tätigkeit, dann gelten die Vorschriften des Auftrags entsprechend und Sie müssen unter anderem auch wieder Spesen bezahlen. Das ist auch der Grund, wenn Sie zum Anwalt gehen, dass der Anwalt separat abrechnet Kopierkosten, Telefonkosten, Portokosten. Das darf der, weil er nach 670 BGB Aufwendungsersatz zusätzlich zu seinem Gehalt kriegt. Sie zahlen dem Anwalt ein Honorar plus Spesen. Dasselbe gilt auch für andere wichtige Leute, Ärzte, Zahnärzte, dann so Leute wie Agenten für Schauspieler und Wirtschaftsprüfer. 663 BGB ist eine Norm, die Sie vielleicht im BGB-artig schon kennengelernt haben. Da geht es darum, jemand stellt sich hin und sagt, ich biete den und den Service an. Bei mir kann man das und das kriegen. Und dann sagt das BGB in 663, wenn er das tut und seine Aussage nicht erfüllt, dann haftet er auf Schadensersatz. Gucken wir uns die Norm mal genau an. Wer zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist, das heißt, irgendjemand hat gesagt, du bist zuständiger Notar für den Bezirk XY. Dann ist er bestellt vom Staat und ist der zuständige Notar für Bonn-Beuel. Oder wer sich selbst öffentlich erboten hat, wer also sagt, ich mache das für Sie, muss, wenn er einen Antrag auf solche Geschäfte nicht annimmt, die Ablehnung unverzüglich anzeigen. Er muss also sagen, mit dir will ich keinen Vertrag haben. Wenn er das nicht tut, haftet er auf Schadensersatz. Das ist für BGB-AT-Freunde ganz interessant. Dieser Mensch macht eine Invitation auf Referendum. Er sagt, bei mir könnt ihr das und das kriegen. Bei mir kriegt ihr tolle Internetseiten. Ich mache deine Internetseite. Erklärt er öffentlich mit einer großen Annonce in der Zeitung oder einem Schild vor seinem Haus. Dann kommt jemand und sagt, mach meine Internetseite und der meldet sich nicht. Dann haben Sie im ersten Semester gelernt, ist kein Vertrag zustande gekommen, weil die Zeitungsanzeige ist nur eine Invitation auf Referendum. 663 sagt aber, wenn er sich nicht sofort meldet und sagt, ich will das nicht, dann muss er Schadensersatz leisten. Es ist immer noch kein Vertrag da, aber er muss den Schaden ersetzen, dadurch, dass der andere gehofft hat, er hätte schon einen Auftragnehmer an Land gezogen. Das ist ein Sonderfall des 280 Absatz 1, und zwar der ähnlichen geschäftlichen Kontakte. Der hat sich öffentlich erboten, hat damit ein Geschäftsfeld eröffnet, und der andere hat sich reingegeben und wurde enttäuscht. Damit hat er die Rücksicht verletzt, weil er sich nicht gemeldet hat. Wer schweigt, nimmt keine Rücksicht, und das ist böse. Nächstes Semester werden wir uns mit Handelsrecht beschäftigen. Nicht in diesem Hörsaal, sondern in dem Hörsaal gegenüber. Und da werden wir kennenlernen 362 HGB. Und da steht drin, wenn man Kaufmann ist, dann kommt der Vertrag zustande. Das heißt, durch Schweigen kommt ein Vertrag zustande, weil Sie nicht schnell genug reagiert haben. Das kommt aber erst nächstes Semester. Im BGB haften Sie nur auf Vertrauensschaden. So, zurück zu unserem Auftrag. Wenn Sie jemanden beauftragen, dann muss der Beauftragte das Geschäft ausführen. Und zwar muss er es persönlich tun. Grundsätzlich ist er nämlich nicht befugt, seine Pflicht weiterzugeben und sagen, mach du das. Er darf aber Gehilfen einsetzen. Er muss also nicht jeden Handgriff selber machen. Er kann sagen, einzelne Sachen delegiere ich. Zweitens, sagt 665, muss er das genauso machen, wie man es ihm sagt. Er ist an Weisungen gebunden. Wenn ich also sage, nimm bitte eine Cola von hinten aus dem Kühlregal, weil die kalt ist, und nicht die, die vorne steht, die nämlich immer eklig warm ist, und er bringt mir eine von vorne, ist das eine Schlechterfüllung des Auftrags. Er muss also genau die Cola nehmen, die ich ihm sage.
Nimm bitte eine Cola mit einem Verfallsdatum, was möglichst weit hinten ist, dann muss er es halt tun, muss er alle einzelnen Flaschen durchgehen. Er ist wie ein Sklave, kriegt nur kein Geld dafür. Zweitens, Paragraph 666 BGB, den hatte ich schon mal angesprochen, der sagt, die Zahl des Teufels, er muss Rechnung legen, er muss mir Bericht erstatten, er muss sagen, die Dame an der Kasse hat mich böse angeguckt und wollte ein Trinkgeld haben. Das ist Rechenschaft. Er muss mir genau sagen, wie das Geschäft abgelaufen ist, wie viel er ausgegeben hat, was er bekommen hat. All das muss er mir erzählen. Umfassend. Ohne was auszulassen. Und dann das Wichtigste, er muss das herausgeben, was er bekommen hat. In unserem Fall muss er mir die Colaflasche, die er bekommen hat, geben. Er muss mir zudem herausgeben, was er von mir erhalten hat. Wenn ich ihm also vorher einen 5-Euro-Schein gegeben habe und er geht runter und holt mir eine Cola und bekommt Wechselgeld, dann muss er mir das Wechselgeld zurückgeben. Sehen Sie, alles im BGB geregelt. 667 sagt, Sie müssen mir die Cola und das Wechselgeld geben. Wenn Sie das nicht tun, sagt 668 BGB, läuft eine Verzinsung mit dem gesetzlichen Zinssatz. Zur Erinnerung, wie hoch war der nochmal, der gesetzliche Zinssatz? Da können wir jetzt lange nachdenken. Ja? So ist es. 246 BGB, 4%. Das heißt, ab dem Fälligkeitsdatum müssen Sie mir 4% auf meine 5 Euro zahlen. Zudem kann ich ganz normal nach 280 Absatz 1 in Verbindung mit 41.2 oder, wenn es um das Erlangte geht, nach 280 Absatz 1 Absatz 3 281 BGB vorgehen. Das heißt, ich müsste Ihnen eine Frist setzen. Und nach der Frist sage ich, die Cola kannst du dir in die Haare schmieren. Ich will jetzt von dir Schadensersatz in Geld. Das kennen Sie aber alles schon. Das ist für Sie nichts Neues. Bemerkenswerterweise, der Beauftragte, der sich unentgeltlich bereit erklärt, mir zu Diensten zu sein, hat keine Haftungsprivilegierung. Der Verleiher ist privilegiert. Der Verwahrer ist privilegiert und der Schenker ist privilegiert. Der unentgeltlich Beauftragte macht es auf eigene Gefahr. Das findet die Rechtsprechung manchmal unfair. Wenn sich jemand bereit erklärt, unentgeltlich was für jemand anderen zu tun, soll der auch belohnt werden. Und daher gibt es immer wieder den Versuch, eine konkludente Vereinbarung bezüglich einer Haftungsprivilegierung anzunehmen. Der praktisch häufige Fall sind so Sachen wie Junggesellenabschiede. Die müssen sich das so vorstellen, zum Beispiel in Münster. Da macht man einen Junggesellenabschied mit einem Pferdewagen. Und einer sitzt vorne und lenkt das Pferd und die anderen sitzen hinten und betrinken sich. Und der vorne, der trinkt dann meistens auch mit und irgendwann kann das Pferd nicht mehr steuern. Und dann kippt das ganze Ding mit Pferd und Wagen in den Abhang. Und alle landen irgendwie unsanft und haben hinterher gebrochene Knochen und wollen dann den Fahrer auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Und der sagt, Moment mal, ich wollte auch nur mitfeiern, warum soll ich haften? Und dann wird gesagt, da kann man über eine konkludente Vereinbarung nachdenken, dass hier niemand haften sollte. Da müssen Sie die Erklärungen auslegen und sich fragen, wollten die hier sagen, wir möchten keine Schadensersatzansprüche? Wenn die das gesagt haben, hat man kein Problem. Ansonsten haben wir noch eine Regelung in § 680 BGB. Da gucken wir mal kurz rein, das ist Geschäftsführung ohne Auftrag. 680 BGB sagt, wenn Sie eine Gefahr abwenden, dann haften Sie nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wenn Sie also ein brennendes Haus sehen und der Eigentümer sagt Ihnen, Hilfe, Hilfe, mein Haus brennt, bitte lösche das doch.
Und sie rennen dahin und kippen einen großen Eimer Wasser durchs Fenster und dadurch wird der Teppich beschädigt. Oder jemand liegt an der Straße und röchelt und sagt, rette mich, rette mich. Und sie sagen, wunderbar, ich habe gerade Erste-Hilfe-Kurs gemacht, wollte immer schon mal Wiederbelebungsmaßnahmen machen und machen erstmal zack, hauen schwungvoll auf die Rippen, um das Herz wieder in Gang zu bringen. Und dabei brechen sie drei Rippen. Dann sagt 680 BGB, haften sie nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das gilt, wenn sie keinen Auftrag haben. Es gilt aber genauso, wenn er ihnen das gesagt hat vorher und sie unentgeltlich tätig werden. Immer dann, wenn sie eine Gefahr abwenden, sollen sie privilegiert werden. Wenn sie Lebensretter sind oder ähnliches, dann werden sie belohnt in Deutschland. Wichtig, ein ganz häufiger Fehler in Klausuren ist die Überlegung, man könnte von einem Auftrag zurücktreten. 323 folgende finden keine Anwendung, denn der Auftrag ist kein gegenseitiger Vertrag. Sie holen mir die Cola nicht, damit ich Ihnen das Geld, was Sie selber vorgestreckt haben, zurückgebe. Das ist kein Austausch. Das heißt, jeder tut was, aber der Beauftragte bekommt keine Gegenleistung, er kriegt nur seine Aufwendungen ersetzt. Er wird also nicht besser gestellt, sondern er kommt maximal bei Null raus. Das heißt, es gibt keinen Leistungsaustausch und damit finden 320, 321 und vor allen Dingen 323 folgende keine Anwendung. Das Gesetz hat das Problem aber gesehen und gewährt hier unter bestimmten Voraussetzungen ein Widerrufsrecht. Das steht in 671 und 671 sagt uns, der Auftraggeber kann jederzeit widerrufen. Also wenn ich sage, ich will doch keine Cola, kann ich sagen, lass es sein. Und der Auftragnehmer, der Beauftragte, kann jederzeit kündigen. Sie können also jederzeit sagen, vergiss deine Cola, ich hole die dir nicht. Das heißt, der Auftrag kann jederzeit beendet werden durch eine Partei. Aber ich werde geschützt durch Absatz 2 als Auftraggeber. Nämlich, der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, dass der Auftraggeber für die Besorgung des Geschäfts anderweitig Fürsorge treffen kann. Das heißt, Sie können nicht einfach sagen, haha, Pech gehabt und ich verdurste hier, sondern Sie müssen mir die Gelegenheit geben, entweder selber runterzugehen oder jemand anderen zu schicken. Wenn Sie das nicht tun, ist Ihre Kündigung unwirksam und Sie müssen trotzdem eine Cola holen gehen. Sie sehen, eine schwierige Regelung. So, der Auftraggeber muss, wie gesagt, Aufwendungsersatz leisten. Über Aufwendungen haben wir recht lange gesprochen. Aufwendungsersatz bedeutet hier, Sie bekommen das Geld wieder, was Sie für mich investiert haben. Also zum Beispiel den Preis für die Cola. Wenn Sie Fahrtkosten gehabt haben, weil Sie mit Ihrem Motorroller runtergefahren sind zum Juri-Shop, bekämen Sie auch die Fahrtkosten, die Benzinkosten ersetzt. Die abgelaufene Schuhsohle. Wichtig, was Sie nicht ersetzt bekommen, ist Ihre Zeit. Das BGB geht davon aus, Zeit ist wertlos. Wenn Sie also in der Zeit brillante, tolle Sachen machen könnten, Pech gehabt, gibt es kein Geld für. Sie kriegen nur Geld für Verschleiß und Geld. Nicht für Zeit. Was Sie aber kriegen, ist Schadensersatz bemerkenswerterweise, weil man sich einig ist, es kann ja nicht sein, wenn Sie auf dem Weg zum Juri-Shop die Treppe runterfallen, sich beide Beine brechen und ins Krankenhaus kommen, dass Sie dieses Risiko tragen müssen, weil ich habe Sie ja dahin geschickt. Und deshalb sind auch Schäden, die entstanden sind, bei der Erfüllung meines Auftrages nach 670 zu ersetzen. Also wenn ich Sie in eine Gefahr gebracht habe und Sie mussten sich durch diesen Urwald schlagen, der dahin führt, dann muss ich Ihnen die dadurch entstehenden Schäden ersetzen. Merken Sie sich also, wir haben zwar gelernt, Aufwendungen und Schäden sind was ganz anderes, aber hier sagt man, das findet analoge Anwendung, ein Schaden ist eine analoge Aufwendung.
Das erfasst vor allen Dingen auch immaterielle Schäden. Das heißt, wenn Sie mit Ihren gebrochenen Beinen, nachdem Sie Treppe runtergefallen sind, auch Schmerzen haben, kriegen Sie von mir sogar Schmerzensgeld. Das BGB geht sogar noch weiter und sagt, für diesen dramatischen Cola-Fall können Sie von mir einen Vorschuss verlangen. Einen Vorschuss in dem Sinne, dass ich Ihnen vorher die 2 Euro gebe, damit Sie unten eine Cola für mich holen. Sie müssen also nicht für mich in Vorleistung treten. Sie können von mir verlangen, dass ich Ihnen vorher das Geld gebe. Das steht in 669. Wenn Sie es nicht machen, müssen Sie es halt vorstrecken. Ich habe Ihnen schon gesagt, der Auftrag endet durch Widerruf des Auftraggebers oder durch Kündigung des Beauftragten. Das sollten Sie auf keinen Fall verwechseln. Widerruf und Kündigung meint hier was Verschiedenes. Wichtig ist auch, wenn hier Widerruf steht, hat das gar nichts, wirklich gar nichts zu tun mit dem, was wir hatten bei 355. Das ist nicht dieser verbraucherrechtliche Widerruf. Damit hat das nichts zu tun. Das BGB verwendet hier das Wort nur, weil irgendjemand sich gedacht hat, das wäre lustig. Also dieses Wort meint was ganz anderes. Wir haben es also dreimal Widerruf gelernt. Widerruf haben wir bei 130 BGB, Widerruf vor Zugang, Widerruf bei 355 bei Verbrauchergeschäften und jetzt hier Widerruf bei 671 Absatz 1 erste Variante durch einen Auftraggeber. Das heißt immer gleich, hat aber nichts miteinander zu tun. Keinen Fall verwechseln. Ja? Wenn Sie das verwechseln, 0 Punkte. Es ist rechtlich möglich, einen unwiderruflichen Auftrag zu erteilen. Das haben Sie vielleicht letztes Semester schon mal gelernt im Rahmen der Stellvertretung. Sie können eine unwiderrufliche Vollmacht erteilen und Sie haben gelernt, die Vollmacht basiert meistens auf irgendwas anderem, und zwar auf einem Auftrag. Wenn ich Ihnen sage, suchen Sie mir mal eine schicke Krawatte aus und bestellen Sie die für mich, dann erteile ich Ihnen einen Auftrag, Krawatte aussuchen, und erteile Ihnen Vertretungsmacht. Und ich darf das unwiderruflich tun, wenn der Beauftragte ein eigenes Interesse daran hat. Wenn er also vielleicht von dem Verkäufer eine Provision kriegt, dann hat er Beauftragt ein Interesse und kann verlangen, dass der Auftrag unwiderruflich ist. Ansonsten ist ein unwiderruflicher Auftrag immer trotzdem widerruflich. Der Beauftragte kann kündigen, jederzeit, ohne Grund, ohne Frist. Er kann also sagen, ich habe keine Lust mehr. Im Vertrag können Sie allerdings das Kündigungsrecht einschränken. Was Sie nicht ausschließen dürfen, ist das Kündigungsrecht nach wichtigem Grund. Jeder Beauftragte soll kündigen dürfen, wenn seine Mutter stirbt oder wenn er gerade irgendwie die Treppe runtergefallen ist, dann soll er sagen können, doch nicht. Dieser wichtige Grund muss ihm möglich bleiben. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, obwohl er jederzeit ohne Grund kündigen darf, muss er darauf achten, dass er nur dann kündigt, wenn ich eine Chance habe, irgendjemand anderen zu beauftragen oder mir selber die Sache zu beschaffen. Wenn er es nicht tut, haftet er auf Schadensersatz nach 671 Absatz 2. Der Auftrag ist höchstpersönlich. Wenn also der Beauftragte stirbt, dann geht der Auftrag nicht auf die Erben über. Das kann man auch anders vereinbaren. So vielleicht, wenn man so die Butler-Familie hat, wenn dann Papa Butler stirbt, geht das auf den Sohn über und der Sohn macht das Geschäft des Vaters weiter. Der Normalfall ist aber, wenn der Beauftragte tot ist, dann war es das. Aber auch hier will das BGB den Auftraggeber schützen, denn es sagt, der Erbe des Beauftragten muss sofort mitteilen oder unverzüglich mitteilen, dass der Beauftragte gestorben ist, damit der Auftraggeber eine Chance hat, jemand anderen zu beauftragen. Zudem sagt das BGB in 673,
muss der Erbe möglicherweise das Geschäft weiterführen, bis ein Ersatz gefunden ist, damit der arme Auftraggeber weiterhin geschützt ist. Wenn dagegen der Auftraggeber stirbt, sagt das BGB, erlischt der Auftrag grundsätzlich nicht. Stattdessen, wenn der Auftraggeber stirbt, ist grundsätzlich der Auftrag fortbestehend und ich muss den Vertrag weiterführen. 672 Satz 1. Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod des Auftraggebers. Das heißt, Sie verpflichten sich, mir eine Cola zu holen. Wenn ich sterbe, müssen Sie die Cola halt meinen Erben geben. Ja? Dann haben wir noch 674 BGB. 674 BGB sagt, wenn der Auftrag erlischt, zum Beispiel durch Tod, so gilt er zugunsten des Beauftragten gleichwohl als fortbestehend, bis der Beauftragte von dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder das Erlöschen kennen muss. Und diese Norm sollten Sie schon mal gehört haben, hoffe ich, denn wir haben im BGB AT im Stellvertretungsrecht eine Regelung, die sagt, wenn der Beauftragte weiter Verträge abschließt für den Auftraggeber, obwohl der Auftrag erloschen ist, werden diese Verträge wirksam zum Nachteil des Auftraggebers, weil der gutgläubige Dritte wird geschützt. 169 BGB. Ansonsten bekommt der Beauftragte auch weiterhin Aufwendungsersatz. Das heißt, wenn er nicht weiß, dass er nicht mehr arbeiten soll, bekommt er weiterhin seine Kosten erstattet, denn er soll dadurch geschützt werden. So, das ist auch schon alles, was Sie zum Auftrag wissen müssen. Nochmal, Auftrag ist unentgeltlich, Sie bekommen aber Aufwendungsersatz und Sie müssen Rechenschaft legen und alle Sachen herausgeben. Also merken Sie sich 667, 670, 662. Wir haben auch gesprochen über die Beendigung, 672, 673, der Tod des Beauftragten führt im Zweifel zur Beendigung, der Tod des Auftraggebers führt im Zweifel zum Fortbestehen. All das können Sie aber im Gesetz nachlesen. Was Ihnen noch Ihr Studium versüßen wird, ist der Dienstvertrag. Und zwar deshalb, weil der Dienstvertrag der Grundtyp des Arbeitsvertrags ist. Und wir haben eine ganze Vorlesung Arbeitsrecht, die ein ganzes Semester lang läuft, wo Sie die ganze Zeit über Arbeitsrecht reden können. Und das sind insbesondere die 611 folgenden. Der Dienstvertrag hat einen Dienstberechtigten und einen Dienstverpflichteten. Der Dienstberechtigte muss ein Entgelt zahlen, das heißt, er zahlt irgendwas, entweder Bargeld oder Naturalien, und der Dienstverpflichtete muss Dienste erbringen. Dienste erbringen heißt im Normalfall, er muss sein Bestes geben, er muss versuchen, vernünftig zu arbeiten. Er muss nicht einen Erfolg erbringen. Wenn er einen Erfolg erbringen muss, ist das ein Werkvertrag. Die Unterscheidung ist schwierig. Sie müssen sich dazu Folgendes überlegen. Wenn Sie zum Arzt gehen und wie ich verschnupft und heiser sind, dann sagen Sie ihm, lieber Herr Doktor, machen Sie bitte den Schnupfen und die Heiserkeit weg. Der Arzt wird sagen, ui, 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 ich kann Ihnen mal hier was verschreiben, ACC, tolle Sache, aber ob das klappt, 50-50 Chance. Also so einen Werkvertrag möchte ich aber nicht abschließen, denn dann würde ich ja nur Geld bekommen, wenn Sie wirklich gesund sind. Das heißt, mein Interesse ist, den Arzt erst zu bezahlen, wenn er mich gesund macht. Das Interesse des Arztes ist, Geld zu bekommen, allein fürs Versuchen. Wenn es klappt, bekommt er Geld, wenn es nicht klappt, bekommt er auch Geld. Und die Rechtsprechung sagt, Verträge mit Ärzten sind grundsätzlich Dienstverträge, weil die Ärzte nicht dafür einstehen können, dass ihre Behandlung hilft.
Dafür sind da zu viele Unwägbarkeiten, der menschliche Körper ist zu unsicher. Demgegenüber, wenn ich in meine Werkstatt gehe und sage, mein Auto ist kaputt, bitte reparier das, möchte ich auch, dass das Auto am Ende wieder fährt. Der Werkstattmensch wird vielleicht sagen, ui, 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 das ist ein altes Auto, ich gebe mein Bestes, aber ob das klappt, kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann sage ich dem, tja, dann kriegst du halt kein Geld, entweder es klappt oder nicht. Da sagt die Rechtsprechung, ist es ganz klar ein Werkvertrag, weil bei Sachen, da gibt es diese Unwägbarkeit nicht. Das heißt, dieses Risiko trägt der Werkstattmann und nicht ich. Wenn Sie jetzt denken, das ist alles willkürlich, kann ich Ihnen sagen, die Antwort ist eine ganz einfache. Beim Arzt geht es meistens um ganz viel Geld. Wenn Sie sterben an der Krankheit oder ich Ihnen hier keine Vorlesung geben kann, kann das richtig teuer werden. Und wenn das so teuer werden könnte, würde niemand mehr Arzt werden wollen. Deshalb müssen die armen Ärzte geschützt werden. Bei der Autowerkstatt sagt man, was kann da schon passieren? Auto passt nicht, wird halt ein neues Auto geliefert. Das ist vom Vermögensschaden her immer überschaubar. Deshalb ist es da möglich, einen Dienstvertrag zu machen. Um Ihnen das noch deutlicher zu machen, wir haben zum Beispiel in Deutschland ein Prostitutionsgesetz. Das sagt, wenn man Prostituierter ist oder Prostituierte, dann kann man sexuelle Dienste verkaufen. Auch da gibt es die Möglichkeit zu sagen, einen Dienstvertrag abzuschließen. In dem Sinne, ich halte mich für sexuelle Dienste bereit, wenn die in Anspruch genommen werden oder wenn nicht. Und im Werkvertrag wäre, Sie müssen einen konkreten sexuellen Dienst erbringen, wie auch immer der ausgestaltet ist. Im Dienstvertrag halten Sie sich einfach bereit. Der typische Fall ist, Sie sind Sekretärin oder Beamter, Sie sitzen da, wenn nichts kommt, müssen Sie auch nichts tun. Sie werden einfach dafür bezahlt, dass Sie da sind. Beim Werkvertrag muss am Ende was rauskommen und Sie werden bezahlt für das, was am Ende als Ergebnis produziert wird. Die meisten Dienstverträge sind Arbeitsverträge. Was Arbeitsverträge sind, werden Sie intensiv im Arbeitsrecht lernen. Dienstverträge zeichnen sich dadurch aus, dass der Dienstverpflichtete selbstständig ist. Er kann selber entscheiden, wie, wann und wo er tätig wird. Er ist aber weisungsgebunden. Wenn ihm was gesagt wird, muss er die Weisung befolgen. Solange ihm nichts gesagt wird, kann er machen, was er will. Zweitens trägt der normale Dienstverpflichtete ein unternehmerisches Risiko. Das heißt, wenn er keine Aufträge kriegt, geht er pleite. Er hat kein Grundgehalt, sondern er braucht einzelne Aufträge. Und der freie Dienstnehmer ist nicht in einen Betrieb eingegliedert. Das ist also jemand, der nur bei Gelegenheit mal kommt, ab und zu, aber nicht jeden Tag und immer wieder. Der ist nicht so jemand, den man kennt, wo man sagt, er ist immer da, sondern der kommt nur ab und zu mal. Arbeitsvertrag ist dagegen so, dass jemand persönlich und wirtschaftlich unterlegen ist. Persönlich abhängig bedeutet, dieser Mensch, der ist wie ein Sklave. Wenn der Chef das sagt, dann beißt er die Zähne zusammen und ist nett zum Chef, weil er hat ja Angst, dass ihm die Existenz genommen wird. Und wirtschaftlich unterlegen heißt, er selber bekommt ein festes Gehalt, wenn er eine total tolle Arbeit leistet, kriegt nur der Chef mehr Geld. Das Unternehmen macht einen Gewinn, der Gewinn kommt aber nicht beim Arbeitnehmer an, sondern beim Chef. Arbeitsrecht ist ganz toll, weil da brauchen Sie ein eigenes Buch für. Ja, also das hier reicht Ihnen dann nicht mehr, das können Sie dann weglegen. Für Arbeitsrecht gibt es ein eigenes Taschenbuch, da sind so tolle Gesetze drin wie das KSCHG, das Kündigungsschutzgesetz. Das sagt Ihnen, wenn Sie mehr als 20 Arbeitnehmer haben, dürfen Sie nicht Leute einfach auf die Straße setzen, sondern sie brauchen einen Grund für die Kündigung. Wenn sie dagegen weniger haben, können sie einfach sagen, tschüss, das war's. Dann gibt es das TZBFG, das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das sagt ihnen, sie können nicht einfach Leute immer auf Zeit anstellen und das ewig verlängern. Nochmal 6 Monate, nochmal 6 Monate, nochmal 6 Monate, nochmal 6 Monate, sondern irgendwann sind die Leute automatisch auf Lebenszeit angestellt und sie werden ihn nicht mehr los.
Das IFZG sagt Ihnen zum Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer krank ist und nicht arbeiten kann, bekommt er trotzdem Geld. Er muss nicht arbeiten, kassiert aber weiterhin Geld vom Chef. Nicht vom Staat, sondern von seinem Arbeitgeber. Es gibt ein Mutterschutzgesetz. Wenn Sie schwanger sind, dann muss der Chef Sie bezahlen, obwohl Sie zu Hause liegen. All diese Regelungen sind notwendig, weil wenn man die nicht hätte, würde man schwangere Frauen auf die Straße setzen, da würde man kranke Leute verhungern lassen, da würde man schlimme Dinge treiben. Es gibt auch Regelungen wie Bundesurlaubsgesetz, die Ihnen sagen, Sie haben einen Mindestanspruch auf eine bestimmte Zahl von Urlaubstagen im Jahr, das Arbeitszeitgesetz, was Ihnen sagt, Sie dürfen nicht so wie ich nachts um zwei arbeiten, weil da haben Sie gefälligst zu schlafen. Es ist alles durchreguliert. Sie haben als Deutscher keinen Freiraum. Das ist Arbeitsrecht. Dafür ein ganzes Semester, damit Sie da viel Spaß haben und am Ende sagen, das ist mein Schwerpunktbereich. So, ganz kurz beim Arbeitsrecht. Es gibt ein Kinderarbeitsverbot. Sie dürfen Kinder unter 13 nicht als Arbeitnehmer beschäftigen. Ja, das hätten Sie nicht gewusst. Ne? Auch wenn die Eltern zustimmen und sagen, komm hier Kind, du wirst jetzt im Fließband arbeiten, geht nicht. Dann gibt es im Arbeitsrecht eine Pflicht des Arbeitgebers, bestimmte Leute auszuwählen. Wenn Sie also zum Beispiel eine Stelle ausschreiben, ich sage, ich suche eine studentische Hilfskraft und es bewerben sich Männer, Frauen, Behinderte, Ausländer, Alte, Junge, dann darf ich nicht sagen, dich nehme ich nicht, du bist zu alt, dich nehme ich nicht, du bist zu jung, dich nehme ich nicht, du bist ein Mann, dich nehme ich nicht, du bist behindert, das ist alles verboten. Ja? Also ich muss mir andere Ausreden überlegen, ich darf also nicht sagen, ich nehme dich nicht, weil du Mann bist, sondern ich darf nicht sagen, deine Noten sind zu schlecht oder was. Also irgendwas muss ich ausdenken, das sagt AGG. Wenn ich mich nicht daran halte, ist das ganz schlimm, dann kriegen Sie nämlich eine Entschädigung von mir. Das heißt, Sie kriegen Geld und können damit reich werden. Und es gibt so Profis, die machen sich da einen Spaß draus, bewerben sich auf jede Stelle, für die sie nicht geeignet sind, kriegen dann zurück, du bist zu alt oder zu dumm oder sonst was und sagen, ha, diskriminiert, jetzt kriege ich Geld. Also überlegen Sie sich das, auch ein Geschäftsmodell. Ja, dann im Arbeitsrecht haben Sie noch andere coole Sachen. Sie dürfen lügen. Sie gehen dahin und der Chef fragt Sie, sind Sie eigentlich schwanger? Und Sie sagen, nein, ich bin nur fett. Also im Arbeitsrecht sind bestimmte Fragen verboten und Sie können nicht einfach nur sagen, die Frage ist verboten, weil dann würde er sofort wissen, dass es verdächtig ist, sondern Sie sagen einfach die Unwahrheit. Und diese Unwahrheit gilt dann nicht als Anfechtungsgrund, das heißt, der Chef kann nicht hinterher sagen, du hast mich doch belogen, ist er selber schuld. Wer verbotene Fragen stellt, muss mit Lügen rechnen. Ja, Folgen von Verstößen. Wenn der Vertrag nichtig ist, weil Sie wirklich gelogen haben, Sie haben gesagt, ich habe schon zwei Staatsexamina bei der Bewerbung, dann ist der Vertrag trotzdem wirksam, wenn Sie schon gearbeitet haben. Die Idee ist, Sie sollen trotzdem Geld für die Vergangenheit kriegen, wenn Sie gute Arbeit geleistet haben. Der Vertrag ist dann aber mit sofortiger Wirkung kündbar, aber alles, was schon gemacht worden ist, bleibt erstmal beim Alten. Das ist BGB. AT, Sie sehen, Arbeitsrecht, das ist was für tolle Profis. Das machen Sie dann ein ganzes Semester lang, wie gesagt, und haben da viel Spaß. Jetzt müssen Sie es nicht kennen. Gucken wir uns mal die allgemeinen Regeln an. Der Dienstverpflichtete muss die Dienste erbringen. Deshalb heißt er Dienstverpflichteter. Er muss Weisungen befolgen und er muss höchstpersönlich auftreten. Das Höchstpersönliche hatten wir schon mal. Sie können also, wenn Sie Kellnern in einer Restauration nicht etwa Ihre beste Freundin oder Ihren Freund hinschicken. Oder wenn Sie studentische Hilfskraft sind, können Sie sich sagen, heute schicke ich mal jemand anderen, mein Bruder kann das genauso gut. Sie müssen das persönlich machen. Interessanterweise darf der Arbeitgeber bzw. der Dienstherr Sie auch nicht einfach weitergeben.
Das heißt, wenn Sie kellnern, kann ich sagen, heute bist du mal nebenan zuständig, sondern der muss Sie in sein Unternehmen halten. Der kann Sie nicht einfach weitergeben. Und natürlich gibt es Rücksichtnahmepflichten. Sie können nicht gleichzeitig für einen und die Konkurrenz arbeiten. Wenn Sie also für mich arbeiten und gleichzeitig für Herrn Koch arbeiten, dann spionieren Sie einen von uns beiden aus und das geht nicht. Der Dienstberechtigte hat einen einfacheren Job. Der zahlt ein Gehalt, und zwar das Vereinbarte. Und dieses Gehalt zahlt er erst dann, wenn die Leistung erbracht worden ist. Das heißt, Sie als Dienstverpflichteter sind vorleistungspflichtig. Erst die Arbeit, dann das Geld. Er muss auch Rücksichtnahme nehmen. Und die Rücksichtnahme besteht vor allen Dingen darin, dass er den Betrieb sicher halten muss. Wenn ich also hier so kleine Fallen aufbaue, zum Beispiel so Rattenfallen oder irgendwelche Linoleumrollen, die auf sie drauffallen, dann hafte ich auf Schadensersatz. Ich muss sie beschützen und behüten. Und wenn sie husten und keuchen und krank aussehen, muss ich sie nach Hause schicken, damit sie wieder gesund werden. Außerdem, lustigerweise, im Arbeitsrecht haben sie sogar einen Anspruch darauf, dass sie arbeiten dürfen. Also wenn Sie da sitzen und Däumchen drehen, haben Sie ein Recht und sagen, gib mir was zu tun und der Arbeitgeber muss Ihnen eine Tätigkeit verschaffen. Kein sozusagen Recht darauf, dass Sie in Ruhe gelassen werden, sondern der Arbeitgeber muss Sie beschäftigen, egal was kommt. Im Arbeitsrecht gibt es noch einen weiteren wichtigen Unterschied. Der Arbeitgeber muss beweisen, dass der Arbeitnehmer eine Pflichtverletzung vertreten hat. Das heißt, der Arbeitgeber muss positiv beweisen, dass der Arbeitnehmer fahrlässig gehandelt hat. Wenn er nicht dabei ist, hat er halt Pech gehabt. Und der Arbeitnehmer wird noch mehr geschützt. Denn für den Arbeitnehmer hat man diese tolle Treppe entwickelt und hat gesagt, wenn der Arbeitnehmer nur ganz, ganz leicht fahrlässig gehandelt hat, so ein bisschen dumm, dann muss der nie auf Schadensersatz haften, dann zahlt das immer der Arbeitgeber alleine. Wenn der Arbeitnehmer so mitteldumm ist, also so durchschnittlich dumm, dann zahlt er nicht 100%, sondern dann zahlt er nur die Hälfte. Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber. 50-50. Und nur wenn der Arbeitnehmer völlig blöd ist oder absichtlich Schäden verursacht, dann zahlt er alleine. Warum hat man das so gemacht? Weil man gesagt hat, der Arbeitgeber hat es ja in der Hand, das Unternehmen so aufzubauen, dass der Arbeitnehmer gar keine Möglichkeit hat zu schädigen. Das heißt, der Arbeitgeber hat immer gewisse Mitschuld, weil er der Chef ist. Der Chef entscheidet, was, wann, wo, wie getan wird und deshalb hat er immer ein Mitverschulden. Und daher diese Quotelung, grundsätzlich ist der Chef alleine schuld und nur dann, wenn der Arbeitnehmer krass blöde handelt, haftet halt der Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitnehmer jemand schädigt, der nicht der Chef ist, dann muss der Arbeitnehmer natürlich trotzdem zahlen, kann das Geld aber dann von seinem Chef wiederholen. Das heißt, wenn Sie im Restaurant sind und kellnern und schütten jemandem mit Schwung den Rotwein über das weiße Hemd, dann müssen Sie dem Schadensersatz leisten als Kellner, aber Sie können sich das Geld beim Chef wiederholen. So einfach ist BGB. Dienstverträge sind genauso wie Mietverträge absolute Fixgeschäfte. Wenn Sie Montag arbeiten müssen und Montag keine Lust haben und sagen, ich komme lieber Dienstag, ist es zu spät. Sie können die Arbeit von Montag nicht Dienstag nachholen. Haben wir gelernt, Sie erinnern sich düster, Arbeit ist nicht nachholbar. Die Folge ist, Sie kriegen auch kein Geld, 326 Absatz 1. Geld gibt es nur, wenn Sie arbeiten. Die Ausnahmen kennen Sie auch, 326 2. Wenn Ihr Chef schuld ist, dass Sie nicht arbeiten können, zum Beispiel, weil er Ihnen die Tür vor der Nase zugeknallt hat und verschlossen hat, oder wenn der Chef im Annahmeverzug ist und Sie nichts dafür können, dann kriegen Sie trotzdem Geld. Aber es gibt noch eine weitere Regelung, 615, die sagt, es reicht schon, dass überhaupt Annahmeverzug vorliegt, dann sind Sie raus. Das Ganze geht sogar noch weiter, es sagt,
wenn es zum betrieblichen Risiko gehört, muss Ihr Chef Ihnen Geld geben, auch wenn Sie nicht arbeiten können. Damit ist gemeint zum Beispiel, wenn der Zulieferer nicht kommt und morgens keine Kugelschreiber da sind und Sie deshalb nicht schreiben können, dann kriegen Sie trotzdem Geld, obwohl Sie gar nicht arbeiten können. Und der Chef auch nichts dafür kann, weil er die Kugelschreiber nicht beschaffen konnte. Und 616 sagt, Sie kriegen Geld, wenn Sie eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit wegen einem nicht verschuldeten personenbezogenen Grund fehlen. Damit ist sowas gemeint wie, Sie müssen Ihr Kind vor der Schule abholen kurz oder Sie haben kurz gesundheitliche Probleme, dann kriegen Sie trotzdem Geld für die Zeit, wo Sie zum Arzt müssen und Ihr Kind abholen müssen, obwohl Sie da nicht arbeiten können. Der Dienstvertrag ist ähnlich wie der Auftrag kein ewiger Vertrag. Wenn der Dienstverpflichtete stirbt, geht das nicht auf die Erben über. Wenn also Ihre Eltern sterben, müssen Sie nicht deren Job für Sie ausführen. Das ist die beruhigende Nachricht. Ein Dienstvertrag kann befristet sein, dann endet er, wenn die Frist endet. Typischerweise die Verträge hier an der Uni, studentische Hilfskraft für ein Jahr. Wenn das Jahr um ist, war es das. Vielen Dank. Verträge können auch enden mit Zweckerreichung. Wenn Sie jemanden beauftragen, damit Ihr Haus zu bewachen und kommen zurück, dann ist der Vertrag beendet, im Moment, wo Sie wieder da sind, weil dann brauchen Sie keinen Bewacher mehr. Es gibt hier noch gewisse Regeln zur Kündigung, 621 und 626. Da gilt im Prinzip dasselbe wie im Mietrecht. Wir haben die ordentliche Kündigung mit Frist und die außerordentliche Kündigung ohne Frist. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, einen Aufhebungsvertrag zu schließen, wo beide zustimmen. Das heißt, wo der Dienstverpflichtete oder Dienstberechtigte sagen, okay, kein Geld mehr und keine Arbeit mehr. Kann man immer machen. Außerordentliche Kündigung kennen Sie schon aus dem Mietrecht 543. Hier auch grundsätzlich ein wichtiger Grund. Damit ist gemeint, wenn Sie Ihren Chef angespuckt haben, getreten haben oder angefangen haben, Ihr Büro abzufackeln, dann darf er Sie sofort vor die Tür setzen. Allerdings muss er das auch relativ zügig tun, denn 626 Absatz 3 sagt, er hat eine Frist von maximal 2 Wochen. Wenn er sich dann nicht gemeldet hat, wird unterstellt, dass es ihm doch nicht so wichtig war und dann ist der Kündigungsgrund verwirkt. Er kann also nicht mehr die Kündigung erklären nach Ablauf dieser Frist, weil er gesagt wird, zu lange gewartet. Es gibt eine weitere Regelung, die viel flexibler ist, nämlich 627. Bei einem Arzt brauchen Sie keinen wichtigen Grund, da reicht, dass Sie sagen, Ihre Frisur gefällt mir nicht oder im Wartezimmer habe ich jemanden gesehen, den ich nicht mag, dann können Sie sofort den Arzt wechseln. Der Arzt hat kein Recht darauf, die Patienten zu halten. Das heißt, da ist eine Kündigung jederzeit möglich. Genauso kann auch der Arzt kündigen und sagen, Sie haben heute nicht geduscht, ich mag nur geduschte Patienten, tschüss. Er muss keinen wichtigen Grund haben. Er kann Sie einfach vor die Tür setzen. Allerdings sagt 627 Absatz 2 ähnlich wie im Auftrag, müssen beide Rücksicht auf die jeweiligen Interessen nehmen. Man kann also nicht den Patienten, der da im Sterben liegt, sagen, so sterbenskranke Patienten behandle ich nicht, gehen Sie woanders hin, sondern Sie müssen da schon eine Interessenabwägung treffen und keinen zur Unzeit kündigen. Ansonsten aber, weil man sagt, hier besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis, ein Arzt und der Patient müssen sich verstehen wie eineiige Zwillinge, genauso wie Mandant und Anwalt. Das muss ganz eng zusammen sein. Und wenn da noch ein bisschen Zweifel besteht, soll ich den anderen suchen können. Deshalb dieser 627. Ja? Ganz besonders enges Vertrauen. Das ist wie eine Ehe. Ja? Der Anwaltsvertrag oder der Arztvertrag ist wie eine Ehe. Da muss man sich wirklich sicher sein. Denn denken Sie daran, der Arzt könnte Sie auch aufschneiden. Und der Anwalt könnte Sie ins Gefängnis bringen. Also Vertrauen.
628 sagt, wenn außerordentlich gekündigt wird, kriegen Sie Geld. Und zwar kriegen Sie Geld für das, was bereits erbracht worden ist, und Sie kriegen möglicherweise Schadensersatz. Das heißt, diese Kündigung ist nicht ganz folgenlos, so ganz weg kommt man nicht, man muss möglicherweise da mit den Folgen leben. Die Kündigung braucht im Normalfall keine Form, genauso wie im Mietrecht. Die Ausnahme ist wieder im Arbeitsrecht. Ein Arbeitnehmer kann man nicht einfach so vor die Tür setzen. Wenn Ihr Chef also einen Ausraster kriegt und Sie anschnauzt und sagt, raus, brauchst du nicht mehr wiederzukommen, sagen Sie, ja, vielen Dank, gehst mal nach Hause. Das ist keine Kündigung. Solange Sie nichts schriftlich haben, ist die Kündigung unwirksam. So brutal sind die Sitten in Deutschland. Ordentliche Kündigung, 622 regelt die Fristen für Arbeitsverträge, 621 BGB regelt die Fristen für die anderen Verträge. Die Fristen sind grundsätzlich skalierbar. Sie sehen das, 622, 4 Wochen zum Mitte oder Ende des Monats, und das verlängert sich dann, je länger Sie beschäftigt sind. Irgendwann dauert es halt recht lange, bis die Leute loswerden können. In der Probezeit kann man sie innerhalb von 2 Wochen kündigen, und die Frist für den Arbeitnehmer darf nicht länger sein als die Frist für den Arbeitgeber. Und ich habe Ihnen schon gesagt, bei 20 Beschäftigten brauchen Sie sogar einen Grund. Da können Sie nicht einfach sagen, deine Nase gefällt mir nicht, sondern Sie müssen einen personenbezogenen, verhaltensbezogenen oder betriebsbezogenen Grund anführen können. Personenbezogen heißt zum Beispiel, Sie sind krank und stecken alle an hier, oder Sie sind Alkoholiker oder Ähnliches. Verhaltensbezogen ist, Sie beleidigen hier immer alle, Sie schlagen hier Leute, Sie machen Sachen kaputt. Und betriebsbezogen heißt einfach, wir haben nicht mehr genug Geld, um alle zu bezahlen, einer muss halt gehen. So, das war auch schon der Dienstvertrag. Nochmal, Dienstvertrag müssen Sie sich merken, anders als beim Auftrag gibt es ein Entgelt. Anders als beim Arbeitsvertrag ist der Dienstverpflichtete grundsätzlich nicht eingebunden in den Betrieb, sondern selbstständig. Er hat selber eine Organisationsmacht. Folge ist, Sie haben ein Kündigungsrecht nach 626 oder 27 aus wichtigem Grund oder mit Frist nach 621, 622. Ansonsten Dienstvertrag auch nicht so spannend. Wenn wir schon einen Dienstvertrag und einen Auftrag haben, können wir die auch kombinieren. Der Gesetzgeber hätte das Ganze nennen können Dienstvertragsauftrag, aber statt Dienstvertragsauftrag hat er den tollen Ausdruck gewählt, Geschäftsbesorgungsvertrag, und hat das Ganze in 675 Absatz 1 BGB geregelt. 675 Absatz 1 sagt, wir brauchen einen Werkvertrag oder einen Dienstvertrag. Das heißt, einen Vertrag über eine Tätigkeit oder einen Erfolg. Es reicht aber nicht irgendeine Tätigkeit, es muss eine Geschäftsbesorgung sein. Und Geschäftsbesorgung, müssen Sie sich jetzt merken, das ist blöderweise eine doofe Definition, ist jede selbstständige Tätigkeit wirtschaftlicher Art, die ursprünglich dem Auftraggeber selbst zufällt. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint zum Beispiel Steuererklärung abgeben. Sie müssen jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben. Sie können aber jemanden damit beauftragen, das für Sie zu machen. Den nennt man dann Steuerberater. Sie können Ihre Rechte vor Gericht grundsätzlich selber verteidigen oder durchsetzen. Da können Sie aber auch jemanden beauftragen, den nennt man Rechtsanwalt. Damit sind Verträge mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Anlageberatern, Versicherungsberatern immer Geschäftsbesorgungsverträge. Wenn Sie Künstler sind und einen Agenten haben, der Sie managt, dann ist der Vertrag mit dem ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Der vermarktet Sie und besorgt Ihnen Aufträge.
sowie bei Germany's Next Topmodel. Wichtig, dieser Begriff der Geschäftsbesorgung ist enger als der in 662. Der ist ein ganz enger Geschäftsbesorgungsbegriff. In 662 beim Auftrag verstehen wir unter Geschäftsbesorgung jedes Handeln für einen anderen. Es muss nicht irgendwie wirtschaftlicher Art sein. Wenn ich Ihnen sage, putz mein Büro und Sie machen das, ist das ein Auftrag. Eine Geschäftsbesorgung ist es aber nicht im Sinne von 675. 675.1, ich habe Ihnen gesagt, das ist ein Dienstleistungsauftrag und die Folge ist, es gelten erstmal 611 bis 630 und es gelten zusätzlich 670, 667, 665 und 666. Das heißt zum Beispiel, der Anwalt muss Rechnung legen. Er muss also sagen, wie viel Geld hat er bekommen, wie viel hat er ausgegeben. Der Anwalt muss Geld, was er im Prozess gewinnt, an Sie auszahlen. Der kriegt also das Geld und gibt es an Sie weiter, 667. Und der Anwalt kriegt Spesen nach 670. Das bleibt alles unabhängig davon, dass er auch ein Gehalt kriegt nach 611. Wenn Sie sich die Norm durchgucken, stellen Sie fest, dass 664 BGB in der Liste fehlt. Damit ist die Geschäftsbesorgung nicht höchstpersönlich. Das heißt, Geschäftsbesorgung kann man einfach so machen. Sie können also sagen, Kanzlei sowieso, und dann wird das irgendein Anwalt aus der Kanzlei machen. Steuerberatungskanzlei XY, da wird es irgendeiner der Berater aus dem Unternehmen machen. Das ist kein besonderes Verhältnis. Sie können aber im Einzelfall sagen, ich bin halt der Mandant von Anwalt sowieso oder Steuerberater sowieso, dann haben Sie ein besonderes Vertrauensverhältnis und Konkurrent vereinbart, dass er es nicht weitergeben darf. Kraft Gesetzes gilt das grundsätzlich nicht. 675.2 regelt dann, wenn jemand Sie um Rat bittet und sagt, ich habe da mal eine rechtliche Frage und Sie geben dem eine Auskunft, dann haften Sie grundsätzlich nicht. Was anderes gilt nur dann, wenn Sie einen Auskunftsvertrag geschlossen haben, das heißt, wenn beide Parteien sich einig waren, dass hier eine Pflicht zur Information bestand. Was anderes gilt auch dann, wenn Sie in Vertragsverhandlungen sind, das haben wir schon gehabt, wenn Sie ein Auto kaufen wollen und der Verkäufer belügt Sie, kriegen Sie Schadensersatz. Und was anderes gilt, wenn Sie hier einen Betrug begehen, nicht 263 BGB, sondern STGB müsste es heißen, oder wenn Sie vorsätzlich sittenwidrig jemanden schädigen wollen, wenn Sie also jemanden bewusst in die Pfanne hauen wollen. Dann gibt es noch einen 675a, der ergänzt den 663. Wenn jemand sich öffentlich erboten hat, eine Leistung zu erbringen, muss er informieren darüber, wie teuer diese Leistung ist und er muss Standardgeschäfte auf einer Liste aufführen. Zum Beispiel beim Friseurladen muss also eine Preisliste aushängen. Das sagt 675a. Toll. Und das ist alles, was Sie zum Geschäftsbesorgungsvertrag wissen müssen. Und damit kommen wir jetzt zum Highlight der Veranstaltung, nämlich dem, was wir dann am Montag auch weitermachen werden, dem Werkvertrag. Der Werkvertrag ist ein ganz wichtiger Vertrag und deshalb gucken wir den uns näher an. Der Werkvertrag ähnelt dem Dienstvertrag. Wir haben zwei Personen und die heißen hier Unternehmer und Besteller. Das Erste, was Sie sich merken müssen, ist, der heißt zwar Unternehmer, der ist aber dummerweise nicht immer Unternehmer im Sinne von 14 Absatz 1 BGB. Also wenn Sie sagen, ich streiche mir eine Wohnung für 50 Euro, dann sind Sie Unternehmer im Sinne von 631, aber Sie sind kein Unternehmer im Sinne von 14 Absatz 1, weil das nicht zu Ihrer selbstständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit gehört. Außer Sie sind Anstreicher, was Sie aber hoffentlich nicht sind. Der Werkbesteller
ist verpflichtet, dem Werkunternehmer ein Entgelt zu zahlen. Das ist der Unterschied zum Auftrag, der gibt ihm also Geld. Der Werkunternehmer muss einen Erfolg herbeiführen. Wie er das macht, ist ihm grundsätzlich überlassen. Der Erfolg kann auch in der Herstellung oder Veränderung einer Sache liegen. Das heißt, die Reparatur eines Autos, das Malen eines Gemäldes auf eine Leinwand, das Streichen einer Wand, all das sind Werkverträge. Werkverträge können aber auch andere Erfolge sein. Wenn Sie in ein Taxi steigen und sagen, fahren Sie mich zum Flughafen Köln-Bonn, dann ist der Erfolg, dass Sie in Köln-Bonn ankommen. Wenn Sie in ein Flugzeug steigen und sagen, flieg mich nach Palma de Mallorca, dann ist der Erfolg, dass Sie in Palma de Mallorca lebend aus dem Flugzeug wieder rauskommen. Das sind Erfolge, die kann man messen. Wenn Sie in ein Theater gehen und sich Goethes Faust angucken, dann ist der Erfolg, dass Ihnen Goethes Faust präsentiert wird. Die sollen sich nicht nur bemühen und versuchen, irgendwie ein Stück zu bringen, sondern am Ende soll das Stück auf der Bühne dargestellt werden. Das ist ein Werkvertrag. Wenn das Theaterstück nicht stattfindet, ist das Werk nicht erbracht. Wenn die statt Goethes Faust Ihnen, weiß ich nicht, die Räuber von Schiller präsentieren, dann ist das ein schlechter Faust. Man könnte sagen, Doppelfaust. In der Praxis spielt das Werkvertragsrecht vor allen Dingen eine Rolle im Baurecht. Das heißt, wenn Sie ein Haus bauen wollen, dann beauftragen Sie Handwerker, der eine setzt Steine auf Steine und der andere baut Fenster ein und der dritte baut Türen ein und wie Sie es auch immer haben wollen. Da gilt heutzutage weitgehend nicht mehr das BGB, weil die Bauhandwerker haben eine Vergabe- und Vertragsordnung, die VOB. Und die VOB haben einen Teil B, das sind allgemeine Vertragsbedingungen für die Bauausführung und die beziehen die Bauhandwerker eigentlich immer in Verträge ein. Das heißt, da steht dann drin, Gewährleistungsfristen, Mängel und so weiter und so fort. Diese AGB werden einbezogen, ganz normal nach 305 folgende. Sie müssen aber beachten 310 Absatz 1 Satz 3, der nämlich sagt, dass für die Kontrolle dieser AGB, Moment, dass für die Kontrolle dieser AGB 307 Absatz 1 Satz 2 und 308 Nummer 1a und 1b keine Anwendung finden. Das heißt, der Gesetzgeber hat ausdrücklich gesagt, eine Inhaltskontrolle findet insoweit nur statt in Bezug auf 308 Nummer 1 und 2 bis Ende und 309, 307 mit der Abwägung gilt nicht. Sie können also nicht sagen, die Klausel ist unwirksam, weil die Kraft Gesetzes abgesegnet ist. Gut, wie sieht nun so ein Werkvertrag aus? Der Werkunternehmer muss das Werk herstellen, entweder selbst oder mit Hilfspersonen. Wenn Sie also jemanden beauftragen, Ihre Wand zu streichen, muss er es nicht persönlich machen, er kann auch seine Gesellen mitbringen, die machen das dann für den. Er darf sogar Subunternehmer einsetzen. Wenn Sie also ein Grundstück haben und ein schlüsselfertiges Haus kaufen, dann geht der Architekt hin und beauftragt einen Maurer, einen Elektriker, einen Fliesenleger, einen Installateur und keine Ahnung wen. Und Sie haben auch nur einen einzigen Vertrag mit demjenigen, der Ihr Haus schlüsselfertig aufbauen will. Wie viele Leute der beauftragt, ist nicht Ihr Problem. Am Ende gucken Sie, ob das Haus fertig ist. Und wenn nicht, haftet der, den Sie als Werkunternehmer beauftragt haben. Sie können im Werkvertrag aber auch eine höchstpersönliche Leistung vereinbaren. Wenn Sie zum Beispiel ein Gemälde von sich herstellen lassen wollen, von einem berühmten Maler, wäre es wenig hilfreich, wenn der nur seine Gehilfen schickt. Das muss er halt selbst machen, das kann er nicht delegieren. Es gibt bestimmte Aufgaben, wo Sie erwarten, dass der Chef persönlich macht. Wenn Sie zu einem Konzert gehen von Lady Gaga,
möchten Sie nicht, dass ich da singe, weil dafür zahlen Sie halt nicht. Deshalb ist das höchstpersönlich, da darf nicht jemand anderes da auftreten. Das Zweite ist, das Werk muss frei von Sach- und Rechtsmängeln erbracht werden. Im Kaufrecht steht das in 433.1.2 direkt am Anfang. Das Werkvertragsrecht regelt das in 633. Wenn Sie sich in 633 mal ansehen, dann werden Sie erstaunt sein. Hoffe ich. Denn der 633 Absatz 2 enthält ziemlich genau die gleichen Regelungen wie der 434. Und der 633 Absatz 3 enthält ziemlich genau die gleichen Regelungen wie 435. Und der 633 Absatz 1 entspricht fast wörtlich dem 433 Absatz 1 Satz 2. Das heißt, wir haben ziemlich genau die gleichen Regeln wie im Kaufrecht. Und praktischerweise werden die auch genauso angewandt. Das heißt, Sie müssen es auch nur einmal lernen. Sie sparen sich also die halbe Arbeit, weil Sie müssen es halt nicht zweimal machen. Nur zur Erinnerung, auch im Werkvertrag gibt es Rücksichtnahmepflichten, die gibt es aber in jedem Schuldverhältnis. Wenn Sie also Ihr Auto in die Werkstatt geben, sollte der Werkstattbetreiber darauf achten, dass es nicht aus der Werkstatt geklaut wird. Er muss also die Werkstatt abends abschließen, damit ihr Auto nicht gestohlen wird. Wenn Sie Ihren Hund zum Hundefriseur geben und die Gefahr besteht, dass der Hund am Ende keine Haare mehr hat, muss der Hundefriseur Sie vorher informieren, dass seine Hundehaarschneidemethode dazu führen kann, dass Sie am Ende einen Nacktdackel haben. Der Besteller. Der Besteller, das sind Sie, der den anderen beauftragt. Sie müssen zunächst mal die Vergütung zahlen. Sie müssen sogar dann eine Vergütung zahlen, wenn Sie nicht über Geld geredet haben. Das heißt, die Vergütung kann konkludent vereinbart sein und die Höhe richtet sich danach, was dann üblich ist in der Branche. Bei Anwälten gibt es zum Beispiel eine Gebührenordnung, das heißt, wenn Sie über nichts geredet haben, gilt das, was in der Gebührenordnung steht. Dasselbe gilt auch bei Ärzten und Zahnärzten. Wenn Sie zum Arzt gehen, dann wird der Arzt von Ihnen Geld nach der Gebührenordnung Ärzte, nach der GOE verlangen. Es gibt aber nicht für alle Branchen feste Gebührenlisten, für Friseure zum Beispiel nicht, für Schneider zum Beispiel nicht oder auch für Schlüsseldienste. Dann gilt die übliche Vergütung, das heißt, man guckt, wie viel nehmen denn die anderen. Und Sie müssen das bezahlen, was man üblicherweise für so eine Leistung bezahlt. Wenn Sie vorher einen Kostenvoranschlag bekommen haben, wird der grundsätzlich nicht separat vergütet. Das muss ebenfalls vereinbart werden. Also allein die Sache, wie teuer wird es denn, mein Gebiss auszutauschen oder wie teuer wird es, mein Auto zu reparieren, dafür gibt es kein Geld, außer man vereinbart, dass die Begutachtung Ihrerseits vergütet werden soll. Wir haben bereits im Auftragsrecht gelernt, dass das Ganze für den Tätigen, also für den Unternehmer hier, ganz schön teuer werden kann. Daher hat er einen Anspruch auf eine Abschlagzahlung. Sie können also als Unternehmer sagen, ich fange erst an, wenn ich eine Anzahlung von so und so viel habe. Vorher tue ich nichts. Das steht in 632a und Sie können sagen, ich zahle dir so lange nichts weiter, bis die Mängel, die schon entstanden sind, beseitigt sind. Das heißt, Sie haben dann ein Zurückbehaltungsrecht, damit der einen Anreiz hat, auch vernünftig zu arbeiten. Im Übrigen kriegt der Werkunternehmer sein Geld erst dann, wenn Sie das Werk abgenommen haben. Das heißt, es ist nicht so, als ob Sie vorher bezahlen müssen. Sie können Abschlagzahlungen leisten, aber Sie brauchen nicht den kompletten Preis zu bezahlen. Der komplette Werklohn wird erst fällig, wenn Sie das Werk abgenommen haben. Was bedeutet diese Abnahme? Die Abnahme bedeutet,
dass sie das Werk entgegennehmen und grundsätzlich sagen, das passt so, das ist okay. Wenn sie sagen, das ist nicht okay, ist keine Abnahme erfolgt. Alternativ, wenn sie einfach gar nichts tun und schweigen, kann der Unternehmer ihnen eine Frist setzen und sagen, sag mir innerhalb von einer Woche, ob es in Ordnung ist. Und wenn sie dann nichts sagen, gilt das Ganze ebenfalls als abgenommen. Zudem kann die Abnahme entbehrlich sein, wenn es ein unkörperliches Werk ist. Wenn also Sie beim Lady Gaga Konzert sind, dann fragt Sie am Ausgang keiner und war okay, sondern dann ist die Abnahme erfolgt, dadurch, dass sie schlicht da war. Dann ist die Abnahme entbehrlich. Diese Abnahme ist ganz, 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 ganz wichtig. Diese Abnahme führt nämlich zum Gefahrübergang. Sie erinnern sich düster im Kaufrecht, da habe ich ganz viel über Gefahren geredet. Im Werkvertragsrecht ist es auch so. Sobald Sie sagen, mein Auto ist gut repariert, in dem Moment, alles, was danach passiert, ist Ihr Problem. Zweitens. Für alles, was nach Abnahme entdeckt wird an Mängeln, gelten die Gewährleistungsrechte. Vor der Abnahme gilt noch ganz normal der ursprüngliche Erfüllungsanspruch. Mit der Abnahme beginnt auch die Verjährung, das heißt, dann laufen 2 Jahre, innerhalb derer Sie den Mangel geltend machen müssen. Und die Abnahme führt dazu, wenn Sie einen Mangel kennen und trotzdem abnehmen, dass Sie diesen Mangel nicht mehr geltend machen können. Wenn der Ihnen also das Auto gibt und er sollte 4 Reifen aufpumpen, ein Reifen ist platt und Sie sagen, ja, ja, passt so, können Sie nicht hinterher sagen, den Reifen hättest du auch noch aufpumpen müssen. Sie müssen also, wenn Sie den Mangel sehen, von vornherein sagen, da fehlt noch was. Ansonsten führt die Abnahme auch zur Fälligkeit der Vergütung. Das heißt, in dem Moment, wo Sie abgenommen haben, müssen Sie auch zahlen. Und ab dem Tag greift auch eine Verzinsung mit dem gesetzlichen Zinssatz. Das heißt, auch hier wieder 4%. Ja, damit haben wir die Anfänge des Werkvertragsrechts gemacht. Da machen wir dann am Montag weiter. Werkvertrag und Kaufvertrag sind die wichtigsten Verträge. Und in der Klausur kommt kein Kaufvertrag dran.